Gut. So, jetzt machen wir die andere Pfote. Auch da wieder das gleiche Spiel. Schön nach unten kämmen. Erstmal wieder eine schöne breite Pfote basteln. Schön nach unten. Wie gesagt, alles für den Hausgebrauch. Ist also nichts für Ausstellung, aber der Hund sollte ja trotzdem vernünftig sein. Und dann hier auch wieder schön außen rumschneiden. Auch aufpassen hier. Hier hat der Hund seine Krallen, dass ihr nicht hier aus Versehen reinschneidet, weil das könnte wehtun. Also wirklich außen herum. Und auch dabei, der Hund sollte bitte immer stehen. Ja, für den Adrian ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles aufzunehmen. Aber ich bin ja froh, dass ich hier mal so einen tollen Assistenten habe. Ist ja auch sein Hund. Soll ja auch was tun für sein Geld. Oder ich, für mein Geld. Ach, ich weiß es nicht. Nein, für euch tue ich das gerne. Auch hier dann einfach auf das Ding ansetzen, nach unten wegziehen, auf den Krallen und dann halbrund weiter abschneiden. Aufpassen, wie gesagt, dass ihr nicht den Hund schneidet. Da dafür eine scharfe Schere nehmen. Und dann, hoppala, rundum abschneiden. So. Das haben wir, wird wieder angekämmt und wieder nach unten, um zu schauen, was noch übrig steht oder was nicht steht. Wie ihr seht, hier steht jetzt noch was über. Also nehme ich die Schere wieder und schneide hier nochmal ab. So, auch hier nochmal. Jetzt möchte ich hinten machen. Und zwar haben wir ja auch hier wieder, weiß nicht, ob es der Adrian sehen kann, wieder hier diesen Ellbogen, kämmen wir nach oben und schneiden wieder mit der Schere einfach gerade nach unten. Den Ellbogen etwas. Aria. Den Ellbogen etwas zu euch drehen und dann gerade nach unten. Und auch da, der Hund sollte stehen, weil sonst kriegt ihr keine schöne Beinlinie hin. Wieder nach unten kämmen und damit hier das Gedöns, was hier unten rumlampelt, weggeht, mit dem Strich und der Schere ansetzen und einfach nach unten, gerade nach unten abschneiden. Und dann sieht man auch schön vom Hund den Ballen, der da hinten ist.